Aus dem Tipi am Kanzleramt, die große Radio 1 Satire-Show. Heute mit Stand-Up-Comedian Benny Stark. Talkgast, Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Und Musik von Drangsal. Und hier kommt der offizielle Rhetorik-Coach von Mark Zuckerberg, Florian Schröder. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Toll. Eine tolle Geste, für mich schon jetzt die Geste des Sommers. Nur so durch die Gegend laufen, auch ohne Fächer. Ja, einfach nur so. Einfach nur so. Aber ab und zu weglegen, denn ab und zu werden die Händchen gebraucht. Ich freue mich sehr, denn es ist Ende Mai und wir haben Sommer. Und gestern in Berlin ein wirkliches Highlight. Die AfD-Demo mit knapp 5000 Besuchern und die Gegendemonstration mit mindestens dreimal so vielen Besuchern. Man kann wirklich... Und man kann wirklich viel herziehen über diese Stadt und was alles nicht funktioniert und dass die S-Bahnen nicht fahren und weiß Gott was. Und wir machen uns auch ständig lustig über diese Stadt. Aber ganz ehrlich, ich bin wirklich kein Patriot und so ein Quatsch und Heimatscheiß, alles nicht mein Thema. Aber 15.000 Leute spontan gegen 5.000 AfD-Demonstranten, dafür muss man diese Stadt lieben, meine Damen und Herren. Die AfD-Demo stand unter dem Motto Zukunft für Deutschland. Und ich weiß nicht, ob Sie die Leute gesehen haben, die teilgenommen haben, aber es waren, sagen wir mal, ältere Herren, Durchschnittsalter Alexander Gauland aufwärts. Und das fand ich schon wieder geil, dass alte Männer für etwas kämpfen, was sie zum Glück nicht mehr erleben werden. Ja. Aber die Zahl der Gegendemonstranten hat sogar Alexander Gauland persönlich beeindruckt. Sie lieben die Fremden, nicht uns. Selten habe ich so viel Wahrheit von Alexander Gauland in einem Satz gehört. Glückwunsch. Ja, richtig erkannt. Aber schauen wir in Regionen des Erdballs, wo es nicht so schön zugeht, USA. Mein Lieblingspräsident Donald Trump hat mich schon wieder völlig verwirrt in den letzten Tagen. Er hat gesagt, er möchte Kim Jong-un treffen am 12. Juni in Singapur. Dann hat er gesagt, nee, er möchte ihn doch nicht treffen. Und jetzt zur Stunde sind hochrangige Diplomaten dabei, das Nein des Präsidenten so aussehen zu lassen, als wolle er sich mit Kim Jong-un treffen, könne es aber noch nicht so ausdrücken. Ja? Das ist aktuell die Mission. Was ist los mit Trump? Also los ging es bei der Absage mit dieser Schlagzeile hier, die wir in der Zeitung sehen konnten. Da stand, Trump sagt Treffen mit Kim ab. Okay, ich dachte, vielleicht hat sich Trump vertan. Er dachte, er kann die Kardashians treffen, aber die hatten keinen Bock auf ihn. Mittlerweile hört man, dass Kim Jong-un die Sache persönlich in die Hand genommen hat und er spricht jetzt eine Sprache, die Donald Trump definitiv versteht. Es ist jetzt im Weißen Haus dieses kleine Briefchen von Kim Jong-un aufgetaucht, wo er kurz nachfragt. Lieber Donald, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Dein Kim. Und Donald Trump hat es geschafft, das richtige Feld selbstständig anzukreuzen, meine Damen und Herren. Immerhin. Ich muss sagen, ich hoffe sehr, dass es zu diesem Treffen kommt zwischen Kim Jong-un und Donald Trump, allein wegen der Bilder. Auf der einen Seite ein durchgeknallter Irrer mit vollkommen beknackter Frisur, der nichts alleine zustande gebracht hat, alles von seinem Vater geerbt hat und auf der anderen Seite Kim Jong-un. Der Unterschied zwischen Donald Trump und Kim Jong-un ist der folgende. Trump feuert seine Mitarbeiter, Kim Jong-un feuert auf seine Mitarbeiter. Dann, meine Damen und Herren, haben wir einen großen Skandal seit einigen Tagen hier bei uns in Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen. Dort gibt es Korruption. Unglaubliche Vorgänge. Es sind offenbar über Jahre Busse gechartert worden mit Asylsuchenden nach Bremen, die dann dort ihre Aufenthaltsgenehmigung kaufen konnten. Korruption. Ich bin ernsthaft schockiert. Und zwar nicht, weil sich deutsche Beamte kaufen ließen,
sondern weil Menschen freiwillig Geld dafür bezahlt haben, um in Bremen zu leben. Was ist da los? Das. Jetzt sind weitere Standorte offenbar kurz vor einer Prüfung und viele Menschen im Osten haben Sorge, dass bis 1989 zurückgeprüft wird. Ja. Bremen. Bremen und so eine Schluderei. Wenn jetzt noch rauskommt, dass das Abi in Bremen nicht halb so viel wert ist wie das in Bayern, dann bin ich ernsthaft schockiert. Korruption beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Was sagt eigentlich dieser eine Typ dazu? Dieser eine Typ, der immer in der Bäckerei vor mir steht. Wie heißt er nochmal? Ich glaube, es war der hier. Niemand kann sich integrieren, wenn er nicht weiß, wo rein. Schöner ist das Schicksal von Christian Lindner nie beschrieben worden. Ja? Niemand kann sich integrieren, wenn er nicht weiß, wo rein. Nicht in die FDP jedenfalls. Wie ist es sonst bei den Liberalen? Alles gut, Christian Lindner? Kommt der Vorschlag, dass wir eine männliche und weibliche Doppelspitze im Vorsitz brauchen, dann diskutieren wir das und machen das vielleicht bei meinem Nachfolger. Ich weiß nicht, warum genau hier applaudiert wird, aber ich sag's mal so, die FDP, das ist der Vatikan unter den deutschen Parteien. Herzlich willkommen zur Radio 1 Satire-Show. Heute Abend mit dem Kultursenator von Berlin, mit Klaus Lederer. Drangsal wird Musik machen, Benny Stark wird dabei sein und natürlich der Redaktionsleiter dieser Show, Nils Holst. Schön, dass du da bist. Zerfließt du schon oder geht's noch? Ich zerfließe. Ich bin völlig. Du hast gesagt, ich soll meinen Wollanzug anziehen, damit ich anständig aussehe. Ja. Und ich zerfließe. Ich muss sagen, es sind wirklich Temperaturen hier ungeahnt. Wahnsinn. Ungeahnt. Meine Damen und Herren, Sie machen sich kein Bild. Es ist so heiß hier drin. Das Publikum, das wir heute Abend für diese Show ausgesucht haben, wir haben es gecastet nach medizinischer Grundausbildung. Und es sind viele Ärzte da, viele Rettungssanitäter sind heute Abend gekommen und vor allem viele Ersthelfer, die sagen, ja, ich habe es auch mal gelernt, weiß aber auch nicht mehr, wie es wirklich geht. Ja, aber was, ja, ist alles lustig, aber was kann man tun, wenn man so ein bisschen manierlich aussehen will und trotzdem nicht so schwitzen möchte? Ich möchte dir an der Stelle zeigen, wie ich es gemacht habe. Ich bin heute zu Hause losgegangen und ich habe eine kurze Hose angezogen und ein T-Shirt, einfach weil es so heiß war. Aber ich wusste natürlich, abends, der Sender, für den ich arbeite, ist ein hochseriöser, der seriöseste in der ARD. Es ist der RBB, da achtet man auf Akkuratesse. Also wusste ich, ich muss einen Anzug tragen, wollte mir aber so ein bisschen Luft verschaffen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, und das möchte ich an der Stelle wirklich mal zeigen. Ich habe folgende Socken angezogen. Schöne, weiße Socken, meine Damen und Herren. Schöne, weiße Socken, aber so kurze Socken, die dann aber doch, weil ich natürlich ein Typ bin, der sich von seiner Frau einkleiden lässt, weil er keine Ahnung hat, die dann aber doch so ein Ticken zu lang sind und so ein bisschen rausgucken, sodass irgendwann, wenn ich die Beine übereinander schlage, Leute sagen können, die Ahnung haben von Klamotten, guck mal, weiße Socken hat er angezogen und dann auch noch mit dem blauen Anzug. Je schmackloser Typ. Und schwitzen tut er auch. Da können Sie die Show gleich dem Stuckrad Barre geben, oder? Und man bemerke, er rasiert sich die Beine, meine Damen und Herren. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Das sieht aber ja gut aus. Schlecht, aber ich sag's mal so, wenn man genau hinguckt, so, pickelfrei. Ich sag's mal, bei meinem Haarwuchs alle 3 Tage. Sehr, sehr schön. Ja. Also das sagen wir nur, damit Sie jetzt nicht reinrufen wegen der Socken. Wir haben in der Vergangenheit, da hat er die weißen Socken einfach so angehabt. Und dann gab es Zwischenrufe, zu Recht. Und heute bitte keine Zwischenrufe der Art. Das mit den weißen Socken ist totale Absicht. So, so ist es, genau. Jetzt, meine Damen und Herren, ein Mann, der im Gegensatz zu mir wirklich Ahnung hat von Kleidung. Er ist nämlich Herrenausstatter. Er weiß alles von Ghetto bis Gucci. Entsprechend heißt sein aktuelles Programm auch The Fashionist Tour. Ich habe ihn von Herzen gern eingeladen, in der Hoffnung, ein bisschen was bei ihm lernen zu können. Bitte begrüßen Sie Benny Stark. Schön, vielen Dank. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Wow. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Es ist. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, völlig zu Recht, aber ich möchte über ein Thema sprechen, was uns auch unbedingt alle angehen muss. Meine Damen und Herren, ich möchte heute über Dekoration sprechen. Und wusstet ihr, dass 97% der Männer, die in einer Beziehung zu Hause leben, nicht dekorieren dürfen? Die restlichen 3 werden noch vermisst, aber es ist.
Ich möchte mal ganz kurz fragen, wo haben wir hier ein Ehepaar, erste, zweite Reihe, mehr als 30 Jahre verheiratet? Das ist geil. Er, hier, sie, was? Ach schön, das ist... Ich würde dir als Mann jetzt 30 Euro geben für 30 Jahre, wenn du mit deiner Frau jetzt und hier Schluss machst. Ja, so, guck mal, das ist ein Gentleman, er lacht es weg. Ich hab die Nummer in Bielefeld gespielt. Der Typ in der dritten Reihe ruft zurück, gib mir einen Pilz, das reicht. Nicht, das ist... Das ist der Unterschied. Aber guck mal, ich bin 11 Jahre in einer Beziehung. Nicht? Schöne Altbauwohnung, ne? Schön 4 Zimmer. Wisst ihr, was mein größtes Projekt war? An Eigendekoration in meinen eigenen 4 Wänden. Meine PlayStation 4 steht jetzt hochkant, die liegt nicht mehr. Habe ich alleine gemacht. Ich habe mir Tutorials bei YouTube angeguckt, wie Leute sich hochkant hingestellt haben. Habe ich mich getraut, Schweißausbrüche. Kommt meine Freundin nach Hause, sieht das, sagt direkt, na, waren wir übermütig. Du kriegst ja direkt eine rein. Wir haben zu Hause 2 Balkone, schön so mit Kästen, wo du Blumen reinmachen kannst. Nein, meine Freundin hat gesagt, da machen wir Dekosteine rein. Und ich dachte, Dekosteine, Männer, ihr wisst es, dachte ich, kriegen wir wie Schrauben im Baumarkt einzeln abgepackt. Wo du zur Kasse gehst, 4 Steine, 70 Cent, danke, tschüss. Nein, die kriegst du ab 25 Kilo Säcke aufwärts. Und ich stehe, ich war mit Projekt A beschäftigt, meine Freundin 150 Meter weiter, ich warte schon mal. Am Regal stehe ich, nimm einen 25 Kilo Sack raus und merke, der wird mit der Zeit ein bisschen schwer. Ich humpel also los zu meiner Freundin 150 Meter und merke beim Laufen, es ist ein Loch in der Tüte. 2, 3 Steine fallen raus. Für uns Männer egal. Wir spielen Fußball. Irgendwas fällt uns ein. Ich komme am Einkaufswagen an. Sie sagt, ist da ein Loch drin? Ich sage, naja, 2, 3 Steine sind rausgefallen. Dann wollen wir den nicht. Und jetzt, liebe Männer, ich weiß, ihr kennt das. Jetzt kommt eine ganz wichtige Bewegung. Sie guckt mich an. Nicht, dass sie mitkommt. Sie guckt mich an im Baumarkt und sagt, bist du so gut? Holst du einen 9? Kennt ihr diesen Finger? Das ist so, bist du so gut? Klammer auf, wenn du es nicht machst, stirbst du, Klammer zu. Bist du so, das ist im Alltag ganz häufig benutzt. Bist du so gut, machst du es selber? Das ist eine Ansage. Also, 150 Meter zurück kommt ein Verkäufer. Warum nimmst du keinen Einkaufswagen? Ich sag, hau ab! 25 Kilo ins Regal, nimm anderen Sack raus. Mittlerweile waren wir bei 450 Meter. Sie ist schon mal vorgucken gegangen. Ich habe Leute beobachtet, die dachten, das wäre Olympiade. Da war ein älterer Herr, der hat gesagt, Schatz, ich bin bei den Steinen, da läuft Olympia. Also 450 Meter, ist ja kein Problem, wird ja nicht schwerer. Dann kommt der gleiche Verkäufer wieder. Vorsicht, da liegen Steine. Ich sag, verpiss dich! Ich komme beim Einkaufswagen an. Dieser Sack wurde genehmigt, sensationell. Jetzt stehen wir an der Kasse und so süß. Ich weiß nicht, welche Frau das hier auch macht. Also schnuckelig. Die Kassiererin, ne, sagt den Betrag und meine Freundin, bloß den Kassenbon aufbewahren. Warum? Falls uns das nicht gefällt. Und wisst ihr, wie das aussah, wie ich zu Hause stand? Ich habe mit einer Schippe die Steine in diese Schatulle gemacht, ne? Schön einzeln rein. Dann steht sie im Türrahmen, guckt mich an und ein ganz häufig benutzter Satz. Bei Klamotten, bei Deko, sie guckt mich an und sagt, nee, das sind wir nicht. Kennt ihr das? Das sind wir nicht. Wo du so einen Ruhepuls hast, nicht? Wo du sagst, natürlich sind wir das nicht. Ich bin ja Fleisch und Blut und kein Dekostein. Wisst ihr, wie der Umtausch aussah? Ich stand mit der gleichen Schippe am Laufband. Ne? Irgendwann sagt die Kassiererin bei 100 Meter Schlange an der Kasse, was machen Sie da? Ich, ganz cool, ist ein Umtausch, haben wir gleich, alles okay. Da kommt sie auch so schnell nicht wieder raus. Übrigens, nicht ganz hervorragend, das ist wirklich kein Scheiß, die PlayStation, die hochkant steht, da habe ich mich durchgesetzt. Ne? Die steht weiterhin hochkant, bei meinem besten Kumpel. Das... Und ich möchte zum Abschluss, lasst euch bitte nicht, ich hab's ja erlebt an der Kasse, nicht? Das ist, lasst euch nicht mehr veräppeln. Wenn ihr da steht in Zukunft, ne? Und ihr werdet gefragt nach der Postleitzahl, regt euch nicht auf. Wisst ihr übrigens, was die meistgestellte Gegenfrage auf die Postleitzahl ist? Die weiß ich gerade nicht. Geht auch meine PIN? Ja, es gibt Typen, ich habe das beobachtet, die standen an der Kasse, sollten mit EC-Karte bezahlen, sagt die Kassiererin, dürfte ich Sie bitten, auf der Rückseite zu unterschreiben. Da geht der Typ um den Kassentresen rum. Es ist nicht einfach. Aber ich möchte zum Abschied wirklich jetzt bitte, und das gebe ich euch mit, ne, lasst euch nicht mehr veräppeln, ab und zu, ich habe es miterlebt, dann stehst du an der Kasse und man kommt so ein bisschen ins Gespräch mit der Kassiererin, schöner Tag, bla bla bla. Von links kommt ein Kunde mitten ins Gespräch, paff, sind Sie die Kasse? Und die Kassiererin, haben Sie ein Glück, gestern war noch die Rolltreppe. Vielen Dank, Dankeschön, schönen Abend. Vielen Dank, die Herren, Dankeschön, tschüss, vielen Dank. So.
Seit Freitag ist ein neues Zeitalter angebrochen, meine Damen und Herren. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung. Ein Stichwort, das uns alle betrifft, dich auch, Nils? Absolut, du hast das Raunen gehört, wir sind alle total verunsichert. Sind wir verunsichert? Ich bin verunsichert. Ich auch, absolut. Ja. Es hat sich so viel geändert durch die Datenschutzgrundverordnung, gerade auch für Frauen. Früher konnten Frauen einfach ihre Handynummer auf Servietten schreiben. Heute wird es schon hell, bevor man die erste Seite der Datenschutzgrundverordnung zu diesem Thema gelesen hat. Ja. Es ist wahnsinnig kompliziert geworden, ein wahnsinnig kompliziertes Regelwerk, das wir, und auch das müssen wir einmal festhalten, letztlich allein diesem Mann hier zu verdanken haben. It was my mistake. And that was a mistake. And I'm sorry for it. And I'm sorry. I'm sorry. It was my mistake. Sorry, 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 dass ich mit den Daten von meinen Usern fucking gemacht habe, was ich will, weil ich einfach nur Geld verdienen will und letztlich sie mir vollkommen egal sind. Sorry, sorry for that. Ein Sorry von Mark Zuckerberg ist in etwa so viel wert wie das vollste Vertrauen der Kanzlerin. Nichts. Gar nichts. Diese Konzerne müssen eingehegt werden, aber die Kleinen müssen jetzt dafür bluten und sind, genau wie du es gesagt hast, verunsichert. Laut einer Erhebung, die ich dieser Tage gelesen habe, verstehen 3/4 aller Deutschen die Datenschutzgrundverordnung nicht. Das letzte Viertel will sich melden, wenn es sich durch die E-Mails durchgearbeitet hat. Die Datenschutzgrundverordnung ändert wirklich alles. Schon 12-Jährige geben als Traumberuf nicht mehr Fußballer an, sondern Abmahnanwalt. Das ist das neue große Geschäft. Datenschutzgrundverordnung. Man muss sagen, von der Grundidee her sehr gut. Aber auch die beste Idee wird in dem Moment vermurkst, wenn sie einen Namen trägt wie Datenschutzgrundverordnung und der in etwas so sexy ist wie Fußpilz. Was soll das? Und genauso lange hat es auch gedauert, bis die Verordnung überhaupt auf den Weg gebracht wurde. Als sich die Innenminister einigten, unsere Bürgerrechte im Internet zu beschneiden, also bei der Vorratsdatenspeicherung, brauchten sie nur 6 Monate. They took 6 months. So if we all Nun wollen wir die Bürgerrechte stärken und brüten jetzt schon seit 18 Monaten darüber. 18 months. Ja, das ist wo ist da die Balance? Balance. Natürlich gibt es da keine Balance. Wenn es ums Ausspionieren der Bürger geht, dann geht das ratzfatz. Wenn es um den Schutz ihrer Rechte geht, dann macht man es vielleicht irgendwann mal. Das nennt man Demokratie. Das ist vollkommen normal. Viele Gerüchte sind aber jetzt im Umlauf. Darf ich privat jetzt zum Beispiel noch Fotos machen auf meiner Hochzeit? Darf ich mich sozusagen noch selber abschießen im doppelten Wortsinne? Also, ich sage ja, alles ist möglich. Man muss nur ein bisschen kreativ werden. Ich zum Beispiel versuche mir ganz einfach zu helfen. Ich habe einen All-Inclusive Fragebogen ausgearbeitet für alle Leute, denen ich auf der Straße begegne. Ich lasse mir ihr Einverständnis mit allem, was ich mit ihnen mache, bestätigen und abfragen, tue ich sicherheitshalber Name, Adresse, Alter, sexuelle Vorlieben, Vorstrafen und Mitgliedschaft in einer CSU-nahen Vereinigung. Ich finde das, um sicher zu sein. Vernünftig, einfach nur vernünftig. Und es hat sich im Alltag so viel geändert. Neulich war ich im Hotel. Ich habe mit einer Rezeptionistin gesprochen, die sagte, ich darf jetzt nicht mehr zu Ihnen sagen, guten Abend, Herr Schröder. Warum denn? Dass Sie da sind. Warum? Weil es könnte ja ein Hintermann hinter mir stehen, der dann erfährt, dass ich Herr Schröder bin. Ja? Und zum Beispiel seine Minibar-Rechnung auf mich laufen lässt oder so. Ja? Weiß man ja nicht so genau. Gut, für mich ist kein Problem. Wenn ich gefragt würde, Herr Schröder, schön, dass Sie da sind, sage ich, freue mich auch immer wieder gern bei Ihnen im Haus. Werde ich gefragt, haben Sie eine Kreditkarte, die wir hinterlegen können, sage ich, nee, Rechnungsanschrift Kreml Moskau, kommt an. Ja. Aber ohne Witz, ist eines dir aufgefallen, Nils? Unmittelbar, am gleichen Tag, am Freitag, als die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet war, ist in Bayern das neue Polizeiaufgabengesetz in Kraft getreten. Am gleichen Tag ist bundesweit das BKA-Gesetz in Kraft getreten. Beide Gesetze ermöglichen es den Behörden schon bei drohender Gefahr aktiv zu werden. Es reicht zwar nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein Moslem regelmäßig in die gleiche Moschee geht, aber wenn der Moslem zum Beispiel aus einem Terrorcamp zurückkommt, dann ist er mal per se verdächtig. Und das bedeutet ja im Grunde in der Folge, jeder junge Katholik, der regelmäßig in den gleichen Gottesdienst geht, später katholische Theologie studiert, ist noch unverdächtig. Wenn er sich aber dann zum Priester weihen lässt und bei der Spotify-Playlist rausgefunden wird, dass er regelmäßig die Regensburger Domspatzen gehört hat, dann wird er als drohende pädophile Gefahr in den Knast geschickt, meine Damen und Herren.
Obwohl, nee, das, in dem Fall gilt das natürlich nicht. In dem Fall gilt das nicht, denn das gehört ja zu unserer christlichen Prägung. Wenn, dann betrifft das nur den Moslem. Der ist der Böse. Aber jetzt mal ehrlich, so zum Abschluss. Wenn eine Regierung am gleichen Tag die Ausweitung des Datenschutzes und die Ausweitung der Überwachung beschließt, dann ist das nicht Politik, sondern Schizophrenie und bei jedem normalen Menschen ein Fall für eine Einweisung in eine Psychiatrie. Meinem nächsten Gast, meine Damen und Herren, geht es sehr gut. Die Umfragen sprechen für seine Partei. Seine Partei ist die beliebteste im Moment in Berlin. Und er ist außerdem noch der beliebteste Politiker der Stadt. Er ist sowas wie der Regierende der Herzen. Bitte begrüßen Sie Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Herr Lederer, ich freue mich. Herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Herr Lederer, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Sie waren, müssen wir kurz sagen, am Sonntag auch auf der Demo, habe ich auf Twitter gesehen. Ist korrekt, jawohl. Auf der Anti-AfD-Demo. Wie war die Stimmung? Ich selbst muss sagen, ich war nicht da, ich war unterwegs. Ich habe es nur im Internet verfolgt und es wirkte wirklich wie eine ausgelassene Party, wie man sie von Berlin kennt. Na, es gab ja mehrere. Es gab einmal AfD-Wegbassen, da waren die Berliner Clubs. Nee, da haben die Berliner Clubs aufgelegt. Und dann gab es die glänzende Demo von den Berliner Künstlerinnen und Künstlern. Da war ich. Ich musste mich entscheiden, Clubs oder Künstler. Mhm. Das ist natürlich für einen Kultursenator schon fast ein Bekenntnis, ne? Ja, nee, es ist eigentlich, du kannst nicht an zwei Orten zur gleichen Zeit sein, das ist das Problem. Ja, aber da können doch jetzt die Lobbygruppen kommen und sagen, die Clubber kommen, ah ja, er wollte eigentlich zu uns kommen, jetzt geht er dahin oder umgekehrt. Also ist das nicht ein Konflikt, wo man sich sofort Feinde macht? Nee, ist es nicht, weil die anderen siehst du ja dann ein paar Tage später. Ach so, Sie treffen sich regelmäßig mit den Ihnen unterstellten Künstlern? Mir ist ja niemand unterstellt, das ist ja das Schöne. Also mein Job ist ja einfach nur für eine Infrastruktur zu sorgen, damit die feine Sachen machen können. Und das macht mir auch totalen Spaß. Ich bin ja selber auch kein Künstler, ich will es auch gar nicht probieren. Aber dafür zu sorgen, dass die Bedingungen gut sind. Und das gilt für Clubs, wie für Theater, wie für Galerien gleichermaßen. Das ist schon was, was mir sehr viel Spaß macht. Ja. Sie sind als Kultursenator der Nachfolger von Klaus Wowereit. Deswegen möchte ich die erste Frage stellen, was möchten Sie trinken? Ein Wasser bitte. Ich wiederhole meine Frage. Sie sind als Kultursenator der Nachfolger von Klaus Wowereit. Was möchten Sie trinken? Shampoos mit oder ohne Pumps? Mit. Mit Pumps? Na, selbstverständlich. Das dürfte hier im Tipi überhaupt kein Problem sein, Pumps aufzutreiben. Und Shampoos auch nicht. Einmal Shampoos bitte für Herrn Lederer. Und wenn irgendjemand bereit ist, seine Pumps herzugeben, wären wir wirklich dankbar. Sonst bitte einmal Shampoos für Herrn Lederer. Vielen Dank. Einmal, oder? Das ja, muss doch sein. Das muss ja auch sein. Da muss ich stehen. Sie haben früher zugegeben, dass Sie auch häufiger mal gekifft haben. Tun Sie das immer noch? Ich mache das immer noch. Ja? Sehr gut. Wie viel haben Sie gekifft, bevor Sie in die Show gekommen sind? Nichts. Heute bisher. Warum in heute der Frage nicht? Clean. Nein, ich mache heute, das. Heute clean? Heute das ist natürlich in dieser schon. Frage clean. Nein, bei Alkoholikern würde man sagen, das ist schon gefährlich. Heute mal nicht getrunken. Nein. Heute clean? Das sehe ich hier auf den Tisch. Nein, lassen wir das. Nö, ich mache das eigentlich erst in den Abendstunden, wenn dann. So, wenn der Tag vorbei ist, so gechillt. Ein bisschen klassische Musik einlegen, Tüte an. Das aber ist jetzt ist doch schon Abend und ist doch gechillt hier. Wir haben aber ich habe noch zu arbeiten. Wir haben doch klassische Musik. Was haben Sie noch zu arbeiten? Wo ist die klassische Musik? Ja, die kommt gleich. Drangsal kommt gleich. Das ist klassische Musik für uns. Hier bei Radio 1 ist das klassische Musik im RBB, meine Damen und Herren. Aber es gibt das Nichtraucherschutzgesetz. Wir könnten das jetzt hier oben gar nicht machen. Das stimmt natürlich. Aber hier oben ist ja alles Kunst. Das müssten Sie ja nicht wissen als Kultursenator. Kurz runtergehen zu unserem Publikum, wenn jemand für den Eigenbedarf ein bisschen was dabei hat und bereit wäre, das vielleicht zu teilen. Ich finde es auch ein Moment des Teilens heute, finde ich. Aber jetzt mal ohne Hintergedanken, aber muss man als Kulturbürgermeister, der die kreative Szene kennt, nicht eigentlich eher koksen? Nein. Dieses entschiedene Nein anders, ist mir unheimlich. Die Frage hätte ich doch anders gestellt. Wenn man sich, irgendwann war es mal so, da sind im Bundestag mal welche so durch die Toiletten gegangen und haben so abgesiebt. Oh ja, insofern wer war das eigentlich? Keine Ahnung, aber es wurde dann irgendwie getestet und man stellte fest, dass da also überall gekokst wird. Insofern wäre die Frage eigentlich eher richtig gewesen zu sagen, Sie sind doch Politiker, muss man da nicht eher koksen? Ja. Sehr richtig. Sehr richtig. In der viereinhalbstündigen Vorbereitung auf diese Frage habe ich mir diese Variante überlegt, fand sie aber ehrlich gesagt zu platt, weil ich dachte, Sie sind Kultursenator. Das ist ja eigentlich nicht mehr Politiker. Sie sind ja auch, was Ihre Beliebtheit angeht, jenseits der Sphäre der Politiker. Sie sind letztlich ein Star.
Und deswegen dachte ich, komme ich eher von der kreativen Seite. Da fühlen Sie sich auch eher zu Hause. Also Sie möchten jetzt doch zugeben, wenn ich die Frage anders gestellt hätte, hätten Sie sie auch anders beantwortet. Nein. Bitte schön. Danke sehr. Das ist für Sie. Ich muss nüchtern bleiben und bleibe beim Wodka. Zum Wohl. Prost. Also Sie bleiben eindeutig beim Nein, aber ab und zu mal eine Tüte ist schon... Ja, ich finde diese Debatte auch bigott, muss ich gestehen. Ja. Also in einer Zeit, in der alle möglichen legalen Drogen hoch und runter gejuchtelt werden und die Frage, welche Konsequenzen das für die Gesellschaft hat, dann einen Teil rauszunehmen, insbesondere diese, und zu sagen, also das sei jetzt ganz gefährlich und die Konsequenzen dessen seien unübersehbar, hat was Bigottes. Und ich glaube, dass ein Drogenkonsumdiskurs genauso wie ein Drogenverbotsdiskurs oder ein Verbraucherschutzdiskurs rationaler geführt werden sollte. Aber wir leben ja in Zeiten der Irrationalität, insofern passt das ja. Ja, lassen Sie uns... Lassen Sie uns über Karl Marx sprechen. Er wäre dieses Jahr 200 Jahre alt geworden, wenn er noch leben würde. Mhm. Leider tut er das nicht mehr. Sie selbst sind ein Marx-Kenner. Sie können ihn wirklich zitieren. Wie groß ist der Nachteil, wenn man im Roten Rathaus sitzt und Marx wirklich gelesen hat? Also, ich sitze ja nicht im Roten Rathaus, jedenfalls selten, sondern in der Brunnenstraße. Wir kommen später noch darauf, warum ich die Frage so gestellt habe. Puh. Also ganz, ganz prinzipiell... ich mag ja keine Säulenheiligen und alles, was so nach, wir erheben Leute so in den Rang von Figuren, die wir anbeten können und so weiter, halte ich für totalen Schrott. Marx hat auch nur mit Wasser gekocht, allerdings das auf eine sehr intelligente Art und Weise. Und wenn man die Bücher nicht als sowas betrachtet wie einen Bibelersatz, sondern einfach als eine Anregung zum Nachdenken, dann, glaube ich, kann man eine Menge draus nehmen, kann man eine Menge draus ziehen und mitnehmen und dann wird man feststellen, so tot, wie viele behauptet haben, ist er gar nicht, sondern extrem lebendig. Und vielleicht hat die Tatsache, dass man inzwischen über Kapitalismus und seine Folgen wieder diskutiert, auch was damit zu tun, dass eben doch nicht alles so dämlich war, was der Mann damals so aufgeschrieben hat. Wenn Sie... Wenn Sie sagen müssten, hat Marx einen Einfluss auf Ihre Arbeit als Politiker, in der alltäglichen Arbeit, würden Sie sagen, ja? Ja. Welche? Mich nerven so Linke, die daherkommen mit der Attitüde des besseren Menschen. Also die so kommen und einem erklären, wie man sich richtig zu verhalten hat, wie man richtig zu leben hat, wie man ein guter Mensch sein kann und wie man vor allem auf der richtigen Seite ist. Das ist mir total suspekt. Und auch wenn ich sonst auf Fleischkonsum eher verzichte, wenn mir Leute so daherkommen und mir erklären, wie man richtig zu leben hat, dann will ich fast Heiner Müller zitieren und sagen, dann trinke ich doch lieber Benzin zum Frühstück und beiße gierig in ein blutiges Steak. Also ich habe sozusagen ein Problem damit, wenn Linke daherkommen mit der Attitüde dessen, sie wissen, wie es lang geht, sie wissen, wie die Welt richtig eingerichtet zu sein hat und die anderen sind alle nur zu blöde, das zu begreifen. Und ich glaube, da steckt ganz viel bei Marx tatsächlich auch drin, wenn der geahnt hätte, was so manche seiner selbsternannten Enkel und Urenkel aus dem machen, was er so vertreten hat, dann glaube ich, wäre er im Grab zum Propeller geworden. Und ich habe mir eigentlich ich lese das, mit Gewinn, ich denke darüber nach und wenn ich jetzt sagen würde, konkret beeinflusst es mich bei der Entscheidung X oder Y, wäre das sicherlich Quatsch, aber wenn ich sage, in der Art und Weise, wie ich Politik mache, in der Art und Weise, wie ich versuche, über die Welt nachzudenken und die Welt zu sehen, da ist es etwas extrem Anregendes. Lassen Sie uns... Die Zeit. Lassen Sie uns über konkrete Berliner Kulturpolitik sprechen. Der Berliner Flughafen Tegel soll Partyzone werden, höre ich zuletzt. Dann frage ich mich, was wird dann aus dem BER? Also, als Atheist sage ich, so Gott will, wird der BER irgendwann fertig gebaut? Gut, das wissen wir beide, dass wir da nicht von ausgehen müssen. Was wird dann aus dem BER, war meine Frage. Also der BER wird ein Flughafen und wenn er tatsächlich kein Flughafen werden sollte, dann sage ich, wir haben hier so einen Bedarf an Orten für Kultur, für Kulturproduktion, für Kulturpräsentation, da nehme ich den BER auch noch dazu. Auch für...
Auch als Partyzone oder machen wir da dann was Anständiges draus? Das ist ja ein Irrtum. Das in Tegel ist ja ein Riesenareal. Und wir sind mal durchgeguckt, haben uns mal 2, 3 denkmalgeschützte Gebäude angeguckt, die sich jetzt für Wohnen vielleicht auch nicht unbedingt eignen oder für andere Sachen, für wirtschaftliche Entwicklung, Forschung, Technologie auch nicht wirklich eignen. Und da wir wirklich ein Platzproblem haben hier in der Stadt für Räume, ich kämpfe um jeden Kulturort. Wir haben das Radialsystem zurückgekauft. Wir wollen die alte Münze instand setzen. Wir versuchen Clubs zu sichern. Wir versuchen Galerien zu sichern, Ausstellungsorte, Theaterorte zu sichern. Und was ich auch immer absurd fand, dann sind wir hingegangen, haben uns den Tegel angeguckt, haben gesagt, da könnte man was machen, da könnte man Ateliers reinmachen, da könnte man Clubs reinmachen. Kam die Presse und sagte, das ist ja so weit draußen. Verrückterweise war bei der Debatte darum, warum man den Flughafen unbedingt offen bleiben muss, eines der Argumente, der ist doch so schön nah. Also da muss man sich dann irgendwann auch mal entscheiden. Und ich finde, jeden Kulturort, den wir dazu gewinnen können, der sich innerhalb des Stadtgebiets Berlin befindet, ist ja so riesig jetzt auch nicht, einen totalen Gewinn. Und das verträgt sich mit Wohnen, glaube ich, das verträgt sich mit Gewerbe dort. Man will ja auch nicht in so einer Silostadt wohnen, Wohnung an Wohnung, wo sonst nichts existiert, sondern man braucht Kitas, man braucht Schulen und am besten auch Kultur. Ein ähnliches Projekt ist aber am Flughafen München. Ein ähnliches Vorhaben ist am Flughafen in München gescheitert. Wird es dann nicht im Umkehrschluss logisch, bald einen Transrapid zum BER zu bauen? Weil wir immer alles machen, was woanders nicht geklappt hat, oder richtig. Was? Richtig. Also die Antwort ist ja. Können wir das so zusammenfassen? Edmund Stoiber. Jetzt wisst ihr eigentlich, nein, jetzt, wir lassen uns von Edmund Stoiber beraten. Das muss reichen. Dann steige ich in den Flughafen. Was übrigens an geschlossenen Flughäfen sehr gut funktioniert, ist Theater, haben wir festgestellt. Auf dem Tempelhofer Feld hat wahnsinnig gut funktioniert. Das bringt mich zur Frage, wie hoch ist eigentlich die Abfindung für Herrn Derkon? Also das ist ja, haben wir ja offen gemacht. Wir haben gesagt, wir bezahlen ihm bis zum Ende dieses Jahres, also bis Dezember, sein Gehalt weiter, übergangsweise. Die Alternative, also er ist ja auf 5 Jahre berufen worden, wäre die Komplettauszahlung gewesen. Da habe ich mich dann angesichts der geleisteten Arbeit doch nicht drauf einlassen wollen. Hat Ihnen nicht so gut gefallen, die geleistete Nein. Arbeit, ne? Das haben Sie auch offen von Anfang an gesagt. Sind Sie sehr froh, dass es jetzt so gelaufen ist, dass er jetzt weg ist? Oder sagen Sie, man hätte es noch besser machen können? Naja, ich sag's mal so, ich war am Anfang skeptisch, was das angeht, was er da als konzeptionell vorgestellt hat. Sage aber auch Dinge, die man vielleicht, wo man skeptisch ist oder die man vielleicht nicht richtig findet, können ja Erfolg haben und können gut gemacht werden. Also ich fand jetzt sozusagen schon, ich bin mit der Volksbühne lange Zeit verbunden und meine Kritik war, wie Frank Castorf, wie die Volksbühnentruppe im Grunde vom Hof gejagt worden ist, das fand ich unwürdig. Und wie ohne jede öffentliche Debatte eine neue Intendanz dort installiert wurde, das fand ich genauso daneben. Aber ich sag mir dann auch, als ich Senator wurde, war er Intendant. Und the proof of the pudding is the eating. Also man muss ihn jetzt machen lassen und er muss zeigen, was er drauf hat. So, wenn er denn allerdings kommt und sagt, es ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen und das Konzept ist nicht aufgegangen, dann muss man sich dann auch zusammensetzen und überlegen, welche Konsequenzen man zieht. Und das war dann in der Tat auch der Schritt, den man gehen musste innerhalb von kurzer Zeit. Was sagen Sie, wie geht es weiter? Wer wird der endgültige Nachfolger? Naja, ich will es genau nicht wieder so machen, wie es damals gelaufen ist. Deswegen haben wir jetzt kommissarischen Intendanten eingesetzt. Der wird das 2 Jahre machen, denke ich. Und wir haben in der Zeit die Möglichkeit, uns in Ruhe zu überlegen, was ist die richtige Konzeption für die Volksbühne, was entspricht der Volksbühne, welche inhaltliche Ausrichtung soll die haben. Wir machen jetzt mit der Akademie der Künste oder die Akademie der Künste macht, weil ich sie darum gebeten habe, am 15. 16. Juni einen Volksbühnenkongress in der Akademie der Künste, wird sicherlich dann in den nächsten Tagen auch bekannt gegeben. Und ich will jetzt einfach, dass alle mal die Chance haben zu sagen, was erwarten Sie dort eigentlich? Und dann werden wir irgendwann eine Entscheidung treffen und dann wird die Vorbereitungszeit da sein und dann kann die Intendanz sich gut vorbereiten. Aber mir war eins wichtig, nachdem das einmal so krachend daneben gegangen ist, ziehe ich jetzt nicht aus der Schublade oder aus dem Hut irgendwen, setze den dahin und sage, das ist die neue Lösung. Sehr gut. Sie sind der beliebteste Politiker Berlins in der aktuell beliebtesten Partei. Da stellt sich natürlich die Frage, und damit schaffe ich den Bogen zurück zu meiner Frage vorhin, welche Nachteile hat es, im Roten Rathaus Marx zu kennen? Wann werden Sie den Regierenden als Bürgermeister ablösen? Ja. Puh. Also ich habe ja das Peter-Prinzip gelesen. Nee, so kommen Sie mir aus der Frage nicht raus. Wann werden Sie ihn ablösen? Ich gebe Ihnen, Günther Jauch, mäßig 4 Möglichkeiten. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr und 2 Tagen. Wahlperiode Ende 2021. Putsch. Und wir werden...
Also die inneren Angelegenheiten der SPD zu klären, ist nicht meine Aufgabe. Versuchen Sie es doch mal. Nein, überzeugen Sie ihn mit Argumenten. Gehen Sie einfach hin und sagen, Herr Müller, Sie sehen es doch, es läuft nicht, es mit Ihnen, es ist einfach der zwanglose nicht. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Mit so einer Psychonummer, sodass er es am Ende selber einsieht und sagt, es ist eine wahnsinnig gute Idee, auf die ich da gekommen bin. Ich sollte gehen und den Platz für den Lederer freimachen. Das habe ich dem Lederer zu verdanken. Danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass ich nicht kann, was Sie können. So müssen Sie es machen. Aber Sie haben, soll ich mitkommen? Soll ich Sie mitkommen? Ich biete mich an. Wirklich, ich mein's gut. Ich meine es wirklich gut. Ich bin Mediator, hobbymäßig. Also ich mache das. Hobbymäßig. Ja. Wir haben doch vorhin irgendwie alle miteinander schön hier gefeiert, dass gestern Berlin der AfD den dicken Mittelfinger gezeigt hat. Und ich finde, wir sollten an diesem guten Prinzip festhalten, dass über die Zusammensetzung von Regierungen Wahlen entscheiden. Derzeit ist die nächste Wahl 2021. Ich will aber nicht so lange warten. Bis dahin mache ich meinen Job. Ich hoffe, ich mache ihn gut. Ja. Und ich hoffe, dass alle anderen ihren Job auch machen und wie gut oder wie schlecht sie ihn machen mögen, ihre eigenen Parteien miteinander verhandeln. Das haben Sie sehr schön gesagt. So viel Verachtung war selten in einem Lächeln. Wunderbar. Sehr schön. Herr Lederer, wir wollen ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Können Sie jetzt mal in die Richtung wedeln? Wird schwierig, ja. Vielleicht ist nachher einer abzugeben an einen armen Kultursenator, vielleicht einen Fächer abgeben. Für 35 Euro. Wir geben ihn weiter, je nachdem, wo der Zuschauer saß. Oh, guck mal. Wow. Eine aus der ersten Reihe. Respekt, das ist Solidarität. Eine aus der ersten Reihe Second Hand, das sind aber 70 Euro. Das ist Solidarität. Und er hatte gleich den nächsten, guck mal da. Herr Lederer, wir möchten ein kleines Spiel mit Ihnen machen, und zwar ein Geschichtsspiel. Es hat den folgenden schönen Titel. Es heißt das Berliner Geschichtsabi in 5 Minuten. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen zur Geschichte Berlins und wir wollen Sie als echten Berliner testen, wie viel wissen Sie. Es geht los. 1883 stirbt Karl Marx. Wie viele Menschen kommen zu seiner Beerdigung? A. 11, B. 1100 oder C. 11.000? A. A, 11, wissen Sie es oder glauben Sie es zu wissen? Ich bin sicher. Es ist richtig. 11 ist richtig, erster Punkt. Das nächste Frage ist wieder eine, die Sie gut beantworten können. 1948 wird in Berlin, also im Richtigen, mit dem Bau eines neuen Flughafens begonnen. Berlin-Tegel. In welcher Zeit wird er fertiggestellt? A, in 90 Tagen, B, in 90 Wochen, also knapp unter 2 Jahren, oder C, in 90 Monaten, also in 7,5 Jahren. Da kommt man jetzt logisch bei. Der Bau von Gerkan Mark Partner ist ja erst viel später gebaut worden. Der Tegeler Flughafen musste schnell aufgemacht werden, das war die Zeit der Luftbrücke. 90 Tage. 90 Tage ist richtig. Jawohl, vollkommen korrekt. Während der sowjetischen Blockade Westberlins richtet die französische Besatzungsmacht zusammen mit US-amerikanischen Spezialisten und deutschen Arbeitskräften zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke in 90 Tagen einen neuen Flugplatz ein. Da sieht man es, Berlin wieder isolieren, von der Außenwelt abschließen, da wird auch der Flughafen fertig. So geht's, nur so geht's. Nächste Frage, wer hat in seinem Abituraufsatz geschrieben, Berlin sei konzentrierte Provinz? A. Herbert Wehner, B. Willy Brandt oder C. Franz Josef Strauß? Na? Also Franz Josef Strauß würde ich zutrauen, aber Herbert Wehner ist es gewesen. Falsch, es war Willy Brandt. Und zwar 1932 und hier das Reifezeugnis von Willy Brandt damals. So, letzte Frage. Wie hieß der Hund von Eva Braun? A. Defa, B. Stasi oder C. Buna? B. B. Stasi ist richtig. So hieß der Hund von Eva Braun. Sie hatte 2 Scottish Terrier namens Negus und Stasi. Das ist doch ein schönes Schlusswort für ein Gespräch mit Klaus Lederer, oder? Ich danke Ihnen fürs Kommen. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, meine Damen und Herren. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Klaus Lederer. Das
meine Damen und Herren, ist das neue Album meines nächsten Gastes. Es heißt Zorres und ist unmittelbar, nachdem es auf den Markt gekommen ist, auf Platz 12 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Vollkommen zu Recht. Wenn Sie sich fragen, was heißt Zorres, das ist Pilzisch. Das ist der Dialekt, der in Rheinland-Pfalz gesprochen wird und bedeutet so viel wie Wut. Hier kommt der Mann, der das Album gemacht hat. Sehr verdient in den Charts. Hier kommt Drangsal mit einem Song aus seinem Album Turmbau zu Babel. Herzlich willkommen, Drangsal. Es geht mir gut, weil ich weiß, hier gibt es nichts mehr zu verlieren, nichts mehr von Wert in meinem Besitz. Fass mir den Mut, da ich glaube, es sind Dinge zu probieren, Dinge, die man nicht nennen muss. Gib mir doch bitte deinen Kuss. Die Lippe wünscht Zusammenschluss. Da fragst du noch, wie es mir geht, wie es gerade um meine Gefühlslage steht. Alles in Ordnung, denn ich lieb dich so, ich lieb dich so. Der Turmbau zu Babel finde keinen Trost in deinem Schoß. Das ist schon in Ordnung, denn ich liebe dich so, ich lieb dich so. Blut, wenn ihr mich zwingt, in eurem Rhythmus zu marschieren. Wenn ihr glaubt, ihr könntet mich kontrollieren. Auf heißer Glut werde ich unvorsichtig mit Sonderjob gelieren, bis ich und alles um mich explodiert. Gib mir deinen Zungenkuss. Wenn nicht, setz mir den goldenen Schuss. Frag mich jetzt ja nicht, wie's mir geht. Wie es denn gerade um meine Gefühlslage steht. Es blendend abkapiert, es ist egal, was noch passiert. Fasst euch den Mut, denn ab heute wird für niemanden mehr pariert. Vielen Dank. Drangsal, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wundervoll, Drangsal und Band, das war die große Radio 1 Satire-Show. Nächste Woche sehen wir uns wieder, 23:15 Uhr, dann mit Barbara Schöneberger und Felix Lobrecht. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss und gute Nacht. Vielen Dank.